Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück bei Cities Skylines. Letzte Folge haben wir einen ganz kleinen Test gemacht, haben wir eigentlich eher über die Weihnachtszeit gequatscht. Ein bisschen, da habe ich einen Staudamm hier hingebaut, wollte schauen, was passiert, haben wir gemacht. Auf jeden Fall richtig cool. Wir haben immer noch Probleme mit Toten und Friedhöfen. Also ich glaube, wir müssen mal ganz unbedingt mit den Kapazitäten hier reden. Ich glaube, die sind alle überlastet, oder? Die müssten ja überlastet sein. Null von 105. Da habe ich ein paar Fragen. Verarbeitet Verstorbene letzte Woche 0 von 105. Wo sind die denn? Warte, ich muss kurz bessere Musik suchen. Das ist ja schrecklich, wirklich. Ganz ehrlich, also die Musik, die geht gerade überhaupt nicht. Warte, ich mache das weg, mach mal Instrumental, Vocals. Gott, ach hier, Playlisten. Okay, also wir machen Ring Bells. Play all. Play. Hallo? Die Website ist kaputt. Geil! Heute geht nichts. Gut, die Website ist kaputt. Egal, dann erstmal ohne Musik. Also, dumme Webseite. Achso, genau, ich wollte ja hier. Ist es? Sind die jetzt alle kaputt oder was? 0 von 105. Die sind doch kaputt, mit Sicherheit. Bauen wir einfach neue. Bauen wir aber dann an einer anderen Stelle hin. Weißt du, das kann doch nicht sein. Dass da 8000 Fahrzeuge. Ach, Mann. Dass da 8000 Fahrzeuge. Oh ja, genau. Dass da 8000 Fahrzeuge unterwegs sind. Und die transportieren einfach keine Verstorbenen mehr. Da vorne ist auch noch eins. Ja, ganz ehrlich, das ist doch komisch. So. Bauen wir da eins hin. Und jetzt hier unten. Ich reiße die einfach weg. Nee, ich reiße weg und baue es einfach neu nebendran. Und muss das Ding wieder neu markieren. So. Also das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Okay, das haben wir. Gut, wir haben jetzt die zwei. Ja gut, sieht man, dass sie noch raus sind. Einmal abreißen, bitte. Danke. So, zack. Dann reißen wir das hier ab, bauen das neu, aber hier hin. Nein, falsches Ding. Und dann bauen wir noch einen weiteren Friedhof. Hier einfach hin. So. Weil irgendwann müssen die doch mal. Okay, sie fahren los. Weil irgendwann müssen die doch auch mal hier die Todeswelle in den Griff bekommen. Kann ja nicht sein, dass sie einfach rumfahren die ganze Zeit und einfach keine Verstorbenen mehr abholen. Die ganze Stadt ist ja eigentlich im Endeffekt blingi-blingi mit Totenköpfen. Aber die machen es ja schon, gell? Die holen die ja schon ab. Ja, sieht man hier. Ja, hier holen sie die ab. Vielleicht haben die auch wieder in irgendeinem Update irgendwas geändert. Auch wenn es, glaube ich, keine Updates mehr so großartig geben wird oder gar keine mehr, weil das Spiel ist fertig mit der Entwicklung. Die haben die letzten DLCs rausgebracht, bevor jetzt der zweite Teil rauskam.
Deswegen, die haben jetzt abgeschlossen zu Mercedes Skylines 1 und konzentrieren sich eigentlich nur noch so großartigst auf den zweiten Teil. Und keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas verbuggt hier, entweder bei mir oder durch die Mods. Daher ich mal auf Ubuntu testweise was gemacht habe. Kann ja auch sein, dass dadurch irgendwie dann irgendwas geschreddert wurde, weil manche Mods nicht aktiv waren. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts Großartiges gemacht, dass es nicht so funktionieren dürfte. Oder dass jetzt irgendwas kaputt gegangen ist. Weiß nicht. Oder der Spielstand ist halt auch schon so ein bisschen zerfressen, weil so viel los war. Ist ja auch schon... Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt jetzt der Spielstand ist. Wie lange wir jetzt schon wieder die Staffel hier spielen. Ich glaube, die geht auch schon wieder ein bisschen länger, oder? Ich müsste mal schauen für die nächste Folge, wie lange wir jetzt hier schon wieder spielen mit dem Spielstand. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und das Interessante wird auch noch sein, wie lange wir noch weitermachen werden. Denn ja, ich habe ja mal gesagt, ich mache Cities Skylines 1 weiter, weil viele kein Cities Skylines 2 haben oder aber Cities Skylines 2 nicht anschauen möchten, weil sie es nicht mögen. Und dann finde ich es halt auch ein bisschen blöd, dass... Hä? Komisch. Und dann finde ich es halt auch ein bisschen blöd, dass alle so, die Cities Skylines 1 gespielt haben, bei denen jetzt das Game gut lief und die viele Zuschauer hatten, dann einfach sagen, so, my friends, das war's jetzt mit Cities Skylines 1, es geht's nur noch mit dem Zweierteil weiter. Wer Lust hat, einschalten. Wer keine Lust hat, nicht einschalten. Aber ist halt auch ein bisschen blöd für die Leute, die halt Cities Skylines 1 noch mögen. Und der erste Teil, der ist ja jetzt auch nicht schlecht. Der funktioniert ja immer noch. Er sieht auch noch hübsch aus. Es wäre nicht so, dass die Grafik jetzt irgendwie 1000 Jahre alt ist. Klar, das Spiel kam 2015 raus. Dementsprechend funktionieren halt auch manche Sachen so aus dem Jahr 2015. Wo das Zeug halt damals modern war, heutzutage nicht mehr so. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon noch cool. Und deswegen spiele ich es ja auch noch. Für mich, weil ich die Stadt noch schöner bauen möchte. Weil es halt auch Spaß macht. Und weil es halt gerade auch so gut läuft. Mit dem Let's Play, mit euch als Zuschauern. Und mit der Stadt generell. Läuft halt wirklich cool. Die anderen Städte habe ich halt irgendwann mal aufgehört, weil ich da halt alles, naja, was heißt alles hatte. Ich habe halt da auch irgendwann mal dann die Lust verloren zu bauen, weil ich halt so viel Geld hatte und so viel Einwohner und dann nicht mehr gewusst habe, was soll ich noch bauen, lohnt sich das jetzt noch, was kann man denn sonst noch bauen? Weil so im Großen und Ganzen die ganzen Monumente und die ganzen Gebäude habe ich halt nie so wirklich großartig gebaut oder ausgekostet, die es halt so im Spiel gibt. Ich habe halt eher die Stadt gebaut, hatte Spaß dabei, habe Sachen ausgetestet und das war's halt. Mehr habe ich halt eigentlich nie gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich es überhaupt hinbekomme, dass ich, das bauen wir jetzt auch noch alles voll, dass ich überhaupt dann zum Beispiel auch diese ganzen DLCs noch durchgespielt bekomme, wie jetzt zum Beispiel den Airport, also diesen riesigen Flughafen, gab es da als DLC, habe ich ja mir gekauft, aber habe es nie ausprobiert, habe das DLC eigentlich im Großen und Ganzen nie gespielt, was ein bisschen schade ist, muss ich zugeben, aber ja, so habe ich es halt bei Cities Skylines gemacht, ich habe halt die Entwickler unterstützt und das DLC war halt spannend und wenn ich es halt dann gekauft habe, dann hatte ich es halt und wenn ich es halt mal gebraucht habe, dann habe ich es halt mal gebraucht, war dann schon cool. Aber so jetzt die letzten DLCs, wie dieses Airport-Flughafen-Ding, habe ich mir halt eigentlich nur geholt, weil es halt günstig war. Und klar, man kann es vielleicht mal gebrauchen. Hab's aber im Endeffekt nie gespielt. Und das ist halt auch ein bisschen blöd, finde ich. Und deswegen weiß ich halt jetzt auch nicht, ob ich das noch jemals spielen werde oder dazukommen. Oder was ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd anhört, weil ich ja gerade darüber geredet habe, ja, ich mache das Spiel doch weiter, weil noch so viele das schauen wollen und weil es halt doch Spaß macht. Aber mit der aktuellen Zeit und mit den aktuellen Projekten, klar, ich habe jetzt 3 Projekte, hört sich vielleicht im ersten Moment nicht viel an. Aber ich muss halt da immer aufnehmen. Heißt, ich bringe aktuell jeden zweiten Tag eine Folge von Cities Skylines 1 und 2
Plus, weil ich es halt von der Zeit aktuell nicht schaffe, bringe ich nur... Na, schade, können wir den kümmern? Doch, so, zack. Bringe ich halt nur alle 4, 5 Tage so von Assassin's Creed Mirage eine Folge raus. Mehr nicht. Für mehr reicht halt die Zeit nicht. Und ich muss ja oder möchte halt auch noch andere Sachen machen, anstatt nur permanent jeden Tag ununterbrochen vorm Rechner zu hocken und halt echt viele Folgen aufnehmen zu müssen. Mache ich halt nicht. Habe ich halt auch keine Lust drauf. Weil ich halt nochmal einen Film schauen möchte und dann nochmal ein bisschen Minecraft spielen möchte und so weiter. Da geht auch ein bisschen die Zeit hin. Und ja, deswegen weiß ich nicht, wie ich es zukünftig machen soll. Das ist wieder blöd. Warum ist denn hier der Platz belegt? Ist es halt so. Ach, da hat er wieder eine Brücke hingebaut. Oh. Aber klar. Brücken. Immer toll. So, keine Brücke. Weißt du, es wird ja sogar ohne Brücken funktionieren. Das sieht man hier. Es kann sogar ohne Brücken gut aussehen und wird ja trotzdem gebaut. Daher weiß ich nicht, warum das Spiel selber entscheiden muss. Nein, nein, hier wird eine Brücke gebaut. Anders geht das nicht. Aber man sieht es ja, es geht ja anders. Wurde ja gebaut. Und sieht ja auch nicht hässlich aus. Manchmal verstehe ich es nicht. So. Da haben wir einen Gehweg. Da kann man einen hinmachen. Ah, der Regen wieder. Sieht man wieder nichts. Da sieht man wieder nicht, wo man es bauen soll. Haben wir hier noch irgendeine Straße, die jetzt nicht... Ach was. Geil. So. Weißt du, hier, die Straße kann ja gebaut werden. Wäre ja nicht so, dass die dann irgendwie verbuggt wird oder auf einem anderen Planeten landet. Nee, die kann ja gebaut werden, hat man ja gerade gesehen. Und dann kommt da das Spiel an, nein, nein, kann nicht gebaut werden, hier braucht es eine Brücke. Das verstehe ich halt nie. So. Und im zweiten Teil gibt es halt auch das gleiche Problem, was mir letztes Mal aufgefallen ist. Man kann ja im ersten Teil, also in dem Teil hier, nicht auf feste Gebäude, auf die Grundstücke irgendwas bauen oder platzieren. Keine Straßen, keine Wege. Und dann heißt es ja, nein, nein, du darfst nicht bauen. Das ist, ja, geht halt nicht. Es gäbe... Oder, naja, sagen wir mal eher, es gibt da die ganzen Gehwege auf den Grundstücken und so weiter, wo man ja nichts bauen kann. Zum Beispiel hier geht da eigentlich im Grunde nicht, wenn ich das Tool ausmache. Dann steht da, Ort ist bereits belegt. Geht nicht, kann man nicht bauen. Dann kommt aber, ich sag mal, der zweite Teil um die Ecke hätte oder hat genauso ein gleiches Gebäude, wo auch Gehwege hat, wo man eigentlich was bauen könnte. Wo sogar, wenn man hingeht, wenn man den Weg baut und hinführt, der Weg dann eigentlich auch an den Weg ansnappen würde, aber dann kommt halt die Situation, nein, du kannst nicht bauen, der Weg ist belegt oder der Platz ist belegt. Selbst der zweite Teil verbietet einem, dass man dort bauen kann. Und das ist nicht toll. Ich weiß gar nicht, warum sie das so gemacht haben. Wir machen jetzt einfach hier wieder die Spielmusik an. Die Musikplattform funktioniert nicht. Oh ja, neues Hochhaus wird gebaut. Und da habe ich halt keine Ahnung, warum das leider so ist. Ich will ja nichts sagen, aber stirbt uns gerade die ganze Stadt weg. Krematorienverfügbarkeit. Na gut. Dann brauchen wir halt mehr Kapazität. Ich
Müssen wir halt anbauen. Da eins hin. Dort eins hin. Können wir noch irgendwo einen Friedhof nochmal hinbauen? Zack, da noch einen Friedhof hin. Wie sieht's da oben aus? Ah ja. Bauen wir da noch eins hin? Die hier sind eh rot, warum auch immer. So, warte, ich schau mal ganz kurz. Die müssten die jetzt abholen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo sie jetzt hinfahren, welche Route die verfolgen, aber die müssten die jetzt hier eigentlich abholen in der Straße. Aber warum jetzt so viele versterben? Warte, können wir das durchschnittliche Alter anzeigen lassen? Bevölkerung. Erwachsene. Senioren. 28%. Wir haben mehr Geburten als Verstorbene. In der... Ach so, hier kann man sogar auch an... Schau mal hier, da wohnt... Ist das ein Witz? Warum ist es... Warum ist es da dunkel? Dunkel ist ja nicht mehr in der Tabelle. Hauptsächlich Senioren, hauptsächlich Familien, hauptsächlich Erwachsene. Na gut, also hier wohnt anscheinend gar niemand. Ach so, die sterben alle auf der Arbeit, oder was? Gab's eine Purge, die ich verpasst habe? Also das ist jetzt gerade ganz komisch. Okay, schauen wir, Kapazität 1700 ist jetzt oben. Okay, schauen wir, jetzt geht's zurück. Und verstorben 882. Okay, also jetzt geht's langsam, aber sicher wieder schön zurück. Aber dass da gerade so viel los ist. Wir bauen mal noch ein paar hier oben hin. Weil ich sehe gerade, die Friedhöfe hier sind teilweise schon voll. Dass wir dann die Friedhöfe auch wieder leeren können, wenn... Ja, wenn die hier fertig sind mit dem... mit dem Feuer. Das ist so makaber. Eigentlich sage ich, ja, eigentlich ist mir egal. Wenn ich hier quatsche, dann sage ich eigentlich schon, ja. Also, da müssen wir das Ding wieder abreißen, wenn sie fertig sind mit dem Verbrennen. Aber das ist halt, wenn ich halt so dran denke, ja, ich schaue noch andere zu, vielleicht schauen noch Kinder zu und so weiter und die und da dann einfach so sagen, ah ja, dauert noch mit dem Verbrennen. Das ist halt dann auch ein bisschen doof. Mit dem Einäschern. Und dann der ganze Staub müssen sie da im Bach verteilen. Oder im Wald. Oder auf dem Friedhof. Ach. Ja, da ist selbst jemand auf dem Parkplatz gestorben. Also ganz ehrlich, die Parkplätze, die bringen ja gar nichts. Da müsste man eigentlich überall Halteverbot machen mit einer Mod. Wohlgemerkt mit einer Mod, dass die dann die Parkplätze benutzen. Was ist denn das? Okay, Wintermarkt. Ach, was? Ein Wintermarkt? Wo habe ich den denn gebaut? Habe ich gar nicht gemerkt. Einfach platziert und nicht gecheckt, dass es ein Wintermarkt ist. Ist ja voll cool. So. F12. Machen wir mal einen Screenshot vom Wintermarkt. Da fällt mir ein, ich wollte das hier noch fertig machen. Also gebaut ist es ja. Und verkehrstechnisch haben wir eigentlich auch keine Probleme. Heißt, ich könnte es ja eigentlich direkt einfach so ganz hirnlos einfach komplett markieren mit irgendwelchen Gebäuden. Mit Wohnungen, mit Gewerbegebieten, mit sonstigem Gruscht. Dann fangen wir aber lieber von hier außen an. So. Man könnte hier auch nochmal ein paar billige... Für mich ist es halt immer noch die Preisstufe, ich weiß nicht warum. Ist zwar hochbesiedeltes Gebiet, aber für mich ist es irgendwie noch geringe Preis. So eine billige Siedlung irgendwie, ich habe keine Ahnung. Was es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht so ist.
Aber daran denke ich halt noch irgendwie die ganze Zeit. Keine Ahnung warum. Soll man einmal komplett durchgehen? Das wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, gehen wir einmal so durch. Dann bauen wir hier Gewerbe. Dann bauen wir hier höheres Gewerbe. Hier bauen wir dann wieder, ihr wisst es schon, hochbesiedeltes Gebiet. So. Oder was heißt bauen? Wir markieren es nur, die Stadt baut es. So. Nein. Machen die eigentlich Lärm? Weiß ich nicht, hoffe nicht. Und dann würde ich hier einfach Bürogebiete ausweisen. Die wären jetzt eigentlich auch nicht am Wohngebiet dran. Hier wären sie jetzt zwar am Wohngebiet dran, würde aber, glaube ich, nichts ausmachen. Wie sieht es aus mit der Markierung? Ja, siehste, wir müssen die Stadt vergrößern. Denn ich möchte überall diese schönen, großen, fetten IT-Cluster stehen haben. Diese voll modernen Gebäude. Oh yeah. So, zack, 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 zack. Mhm. Da ruckelt wieder das Spiel. Ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht liegt es an AMD einfach. Weil ich habe einen AMD-Prozessor, habe eine AMD-Grafikkarte. Vielleicht liegt es einfach an AMD. Mein Spiel kommt einfach nicht mit AMD zurecht. Kann ja auch sein. Wäre ein bisschen doof. Aber ich möchte es nicht ausschließen. So, malen wir da alles an. Dann malen wir noch hier noch nach rechts so. Und dann ja, machen wir halt den Rest wieder so zu Wohngebieten, Gewerbegebieten. Und ich sehe links wieder, da ist wieder alles nicht markiert. So. Was wir auch mal wieder machen müssten, uns wieder so ein bisschen spezialisieren auf verschiedene Industriegebiete. Heißt, in der einen Stadt, da hatte ich ja in dem einen Let's Play. Nee, ist nicht die Stadt. Oder ist es die Stadt? Die kommt mir so bekannt vor, von der Baulocation. Hatte ich da nicht die andere Stadt? Warte. Jetzt muss ich nachdenken, was ich sage. Nee, die kommt mir aber bekannt vor. Ich habe nämlich, glaube ich, schon mal so eine ähnliche Autobahn gebaut. Mit einem Kreisverkehr dran. Und da hatte ich dann Forstwirtschaft oben. Das war im letzten Let's Play, in der letzten Staffel. Wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich das Game jetzt beenden werde komplett. Vollendes. Vollletztens. Keine Ahnung, wie man es nennt. Aber habe ich dann doch nicht beendet. Aber da habe ich, ist gerade so ein kleiner Flashback. Da habe ich aber das auch so ähnlich gebaut gehabt. Ich weiß zwar nicht mehr, warum ich jetzt darauf gekommen bin und worauf ich hinaus wollte. Ich habe es nämlich gerade irgendwie vergessen, keine Ahnung. Gerade so im Redefluss gewesen, dass ich einfach den Hintergrund vergessen habe, auch geil. Aber daran kann ich mich gerade irgendwie erinnern. Mann, wenn man jetzt dieses Feature hätte, dass man einfach kurz in die Zeit, in die Vergangenheit reisen könnte. Und nachschauen könnte, was habe ich denn da nochmal gesagt? Weil hier machen wir um den... Oh, dieses Lecken. Ach genau, ich glaube, ich habe das angefangen zu quatschen. Wegen dem Ruckler der Grafikkarte und CPU irgendwie, gell? Ich glaube, sowas war es. Warum auch immer. So, machen wir das weg. Also, es nervt schon ein bisschen mit diesen Hängern irgendwie. Wenn man was baut, dann will man hier mit der Kamera fahren und dann ist man auf einmal im Nachbarland da schon wieder. Also so geht's. Also wenn man baut oder irgendwas anmalt, dann ist okay. Dann nervt es jetzt nicht so extrem. Aber wenn man halt jetzt, keine Ahnung, mit der Kamera rumschwenkt oder irgendwas macht und dann halt diesen Hänger hat, das ist ja nicht so toll. So, ich glaube, es ist alles markiert. Ach stimmt, Custom Industrie, genau. Ja, da probieren wir uns dann... Okay, F12, bumm.
Da probieren wir uns dann mal auch wieder dran aus herum. Wir haben ja Gebiet wie Ölgebiet, Kohlegebiet und so weiter und so fort. Da kann man ja mal schauen, ob man dann eventuell irgendwo nochmal so ein Gebiet. Ich glaube hier oben, dieses helle, gell? Da können wir ja ganz gut Forstgebiet, glaube ich, hin wieder. Oder nee, nicht Forstgebiet, sondern diese mit den landwirtschaftlichen Flächen, also Sachen anbauen wie Kartoffeln und sonstige Sachen. Das ist wieder bescheuert, dass wir hier mittendrin bauen. Da gibt es überhaupt keinen Strom. Also manchmal ist das halt wirklich komplett sinnlos und hirnlos gebaut. Keine Ahnung, woran die das jetzt ausmachen. Ja, wir brauchen da drin. Wir müssen jetzt in der Mitte von dem Gebiet anfangen, weil wir da keinen Strom. Da muss das Spiel mitdenken. Okay, also es hat doch was gebracht. Jetzt sind alle Verstorbenen abtransportiert worden. Hört sich an wie so ein Gefängnisknast. Ja. Dann können wir im Endeffekt die Friedhöfe auch mal wieder zum Leeren schicken. Ich glaube, die sind ja alle komplett voll. So, der hier ist auch voll. Haben wir noch einen? Ich glaube nicht, gell? Nee. Oh Gott. Voll das schlaue Spiel, da denkt die KI null mit. Was? Ich bin eine KI? Wir können doch so unfassbar viel bauen in der Stadt. Wir können doch. Also irgendwann ist es auch zu viel, oder? Wie viel warten jetzt da? Ja, immer noch so 2000 rum. An dem Bahnhof ist echt übertrieben irgendwie. Also. Warte, ich schau mal ganz kurz runter zur U-Bahn. Na gut, da sieht es jetzt gar nicht so voll aus. Aber halt hier am Bahnhof. Das ist echt die Sau los. Echt eine Menge Asche. Ja gut, aber in der nächsten Folge, da machen wir dann vielleicht wieder ein bisschen was mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Heißt vielleicht eine Zeppelin-Route oder ein Luftschiff. Ist ja das gleiche Zeppelin-Luftschiff, ja. Oder eine Bootsfährhafentour. Oder zum Beispiel Seilbahnen. Also irgendwas wird man in der nächsten Folge noch ein bisschen machen. Da kann man mal nachschauen, was uns dann so einfallen wird. Haben die jetzt Strom? Jetzt haben sie Strom. Okay, hier. Durch das Haus. Das Haus hat hier das Gebiet gerettet. Na gut. Ist okay. Okay, gut, damit würde ich aber jetzt auch wieder sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Cities Skylines. Deswegen schaltet da wieder ein, schaut wieder zu. Und nochmal wegen dem Ding, ich weiß nicht, wie lange wir es bauen noch machen werden. Also je nachdem, wir haben ja hier eine gigantische Fläche zum Bauen und die Stadt wird ja auch immer größer und wächst und wächst und wächst. Vielleicht könnte man es so machen, dass man irgendwann, wenn man vielleicht, weil die ist ja jetzt schon so groß, vielleicht wenn wir einfach das Gebiet hier vollgebaut haben komplett, heißt... Das hier lasse ich, wie es ist. Hier baue ich auch nichts mehr dran rum. Hier wollte ich ja noch diesen Park irgendwie machen mit diesen Monumenten und irgendwie vielleicht noch einen Freizeitpark oder Wildpark oder irgendwas. Weiß ich aber noch nicht. Aber ich würde halt vielleicht das Ding so machen, dass wir hier nochmal alles komplett dann vollbauen, weil ihr seht ja hier dieses Hellding, der Nebel. Das ist so die Grenze und wir kriegen ja eigentlich schon viel gemacht. Also in einer Folge habe ich jetzt das Gebiet gemacht, heißt im Endeffekt 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, heißt noch 8 mal, 18 mal, 8 bis 10 mal dieses Gebiet hier hingebaut, einfach gebaut, Straßen, dann alles ausgewählt, markiert und so weiter und dann baut sich da die Stadt zusammen, da kann man vielleicht noch ein bisschen was mit Straßenbahnen und so weiter rumtesten oder nochmal eine Schwebebahn bauen, obwohl ich die eigentlich nicht mehr bauen wollte. Zumindest nicht in die Stadt hier rein. Wird, glaube ich, nicht reinpassen. Aber Straßenbahn könnte man vielleicht noch in irgendeinem Gebiet reinmachen. Und dass wir dann mal schauen, dass wir vielleicht noch
die ganze Fläche voll gebaut bekommen mit irgendwelchen Gebäuden, das halt trotzdem gut aussieht und dann vielleicht das Let's Play auch mal irgendwann in Rente schicken werden. Das Spiel ist geil, es macht auch immer noch Spaß, aber klar, wenn man halt zu weit ist, dann ist halt irgendwann mal das Ziel, man könnte zwar komplett alles bauen, alle Monumente, alle Parks sind, aber ich weiß nicht, Monumente, ob ich das jemals schaffen werde und ob das halt auch mein Ziel ist, dass ich nochmal alles komplett baue, weil bei anderen habt ihr halt, glaube ich, in den letzten knapp 10 Jahren jetzt von Cities Skylines schon einiges gesehen, was man so bauen kann, die ganzen Monumente und die ganzen Let's Plays, die halt aktuell noch laufen, sind, glaube ich, so ein bisschen die Nachzügler. Klar, ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht geschaut, ob jetzt noch irgendjemand, wir können eigentlich den Modus mal anmachen, ob jetzt noch irgendjemand wirklich so großartig nochmal ein neues Let's Play von Cities Skylines 1 anfängt. Klar, kann natürlich sein. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es nochmal irgendjemand macht. Oder auch aktuell noch macht. Oder jetzt heute ein neues Let's Play angefangen hat. Keine Ahnung, kann sein. Aber für mich ist halt Cities Skylines dieser Teil jetzt hier, wo wir jetzt gerade sind, so ein bisschen noch der Ausläufer von dem Let's Play, wo ich damals angefangen habe. Ich weiß noch nicht, entweder richte ich mich im Spiel nach dem aktuellen Bauprojekt oder wann wir das beenden können, oder ich richte mich einfach nach einer Folgenanzahl und dass wir dann, keine Ahnung, sagen, dass wir ab Folge 60, 70, 80, 90, 100, 100 zur Folge, dann das Projekt beenden. Und ich dann, soweit es geht, zuschaue, dass ich vielleicht bis Folge 100 oder 80 oder je nachdem, wann dann der Zeitpunkt kommt, wann wir das dann beenden werden, sieht man dann auch an der Motivation, was man noch bauen kann, wie sehr das Spiel ruckelt. Kann ja auch sein, dass es irgendwann mal anfängt zu lecken und dann auch nicht mehr spielbar ist, aber aktuell geht es noch mit der aktuellen Grafikkarte und dem Prozessor, ist es ja noch spielbar. Andere haben ja viel mehr Probleme. Bei uns läuft ja hier im aktuellen Zustand das Ding ja noch mit 30, 50 Frames. Deswegen, ich habe da keine großen Sorgen, dass irgendwie in nächster Zeit so von der Spiele-Performance, hier, wenn ich jetzt das Spiel schneller laufen lasse, dann laufen wir auch nicht auf Zeitlupe oder so. Es läuft ja noch alles zack, zack und flüssig und ja. Deswegen so mal als Info nebenbei, wie es zukünftig eventuell weitergehen könnte mit dem Projekt. Ich habe auf jeden Fall noch Lust, habe noch Spaß, habe auch noch ein paar Ideen, was wir bauen könnten und können. Aber ich weiß halt auch nicht, wie es bei mir halt zukünftig mit der Zeit so aussieht, weil jetzt ist halt Weihnachtszeit, Winterzeit und ich habe jetzt die letzten zwei Monate wirklich durchgezogen, dass jeden zweiten Tag eine Folge kommt von beiden Projekten, inklusive Assassin's Creed, aber das kommt nicht so häufig, weil ich halt nicht ganz so viel Zeit habe. Und ja, so viel dazu. Deswegen auch wieder jetzt Ende der Folge, da sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Cities Skylines, wegen auch von mir jetzt wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet da wieder ein. Bis bald und tschüss.